Horses and Dreams meets Austria. Auch dieses Jahr wieder dabei Christina Brüring-Spree und Philipp Weißhaupt. Deren reiterliche Karriere begann vor rund 20 Jahren beim Vorläufer von Horses and Dreams, dem internationalen Jugendreiterfestival auf dem Hof Kasselmann. Beide erinnern sich gut an ihre Anfänge, die sie zu höchsten sportlichen Erfolgen führen sollten. Hagen steht natürlich ganz fest im Turnierkalender, wie jetzt schon seit gefühlten 20 Jahren bin ich jedes Jahr da. Sehr, sehr altes Bild. Das müsste die Europameisterschaft für Pony, Junioren, junge Reiter gewesen sein. Geschätzt im Jahr 2002. Man kann es noch erkennen an dem Grasplatz, den wir früher hatten. Sieht so aus, als ob mir die ganze Welt gehört auf dem Foto, aber die Ernüchterung kam später, weil die Europameisterschaft damals lief ziemlich beschissen, für mich zumindest. Weil hier ist Hagen verewigt. Man sieht hier oben die Decke vom großen Preis vom letzten Jahr. Und hier hinten die Siegesschärpe von Chico und mir letztes Jahr in Hagen. Erste Europameisterschaft und gleich mit der Mannschaft gewonnen. Was ganz Besonderes für mich. Das ist einfach ein Ereignis, was man nicht vergisst und was man mit Hagen immer wieder verbindet. Oh Gott, ja, die Bundestrainerin muss auch mal dran glauben, ne? Doch, war eine lustige Zeit. Ich glaube auch, Hagen ist eins der Turniere, wo meine ganze Family, meine Freunde dabei sind. Auch das Drumherum, vielleicht auch als nicht so pferdebegeisterte Leute, können sich, glaube ich, in Hagen auch wohlfühlen und mit den ganzen Ständen und das ganze Drumherum, das ist tipptopp. Vom 26. April bis zum 1. Mai werden sie natürlich wieder um Weltranglistenpunkte und Siege kämpfen. Die eine in der Dressur, der andere im Springen. Auf geht's nach Hagen!